Servus, willkommen zurück bei der gefallene Wächter. Manche Türe sind effektiv. Ja, so habe ich mir das ungefähr schon vorgestellt hier. Okay, hier raus, hier hin, hier auch wieder zurück. Heißt, diese Strecke, diese kurze Strecke hier ist auf jeden Fall am effektivsten. Dann so, so und so. Und die Luftlinie ist so, was bedeutet, hier würden sich Fliegende, also hier und hier würden sich Verteidigung gegen Fliegende auf jeden Fall bezahlt machen. 20 Wellen hat das Ganze. Und ja, wie machen wir das am besten, ist jetzt natürlich die Frage hier. Also so ein Inferno kann auf jeden Fall nicht schaden an so einer schönen Ecke hier. Klatschen wir hier ein Geschütz hin, klatschen wir hier ein Geschütz hin, das müsste passen. Diese Basis wurde geplündert. Ich hoffe mal, dass das jetzt auch erstmal hält. Ne, hier muss auf jeden Fall noch ein Inferno hin, das sind ganz schön viele Massen hier. Kanone vielleicht hier. Das müsste schon passen eigentlich. Und ein Laser würde hier ganz viel Sinn machen. Eine Kanone. Ich bin Fan von Kanonen und Meteoren. Muss ich wirklich sagen. Das sind die Tower, die ich am meisten benutze. Die sich auch wirklich fast immer bezahlbar machen. Wie man hier jetzt gerade schon perfekt sieht. Ein Meteor macht hier, denke ich mal, auch relativ viel Sinn. Bitte entschuldigen Sie, diese Stadt war meine Heimat. Ich habe sie nie angriffen. Ja, nehmt euch mal die Kerne, lange habt das sowieso nicht so. Meteor noch. Dann kann ich noch einen Meteor bauen? Ja, drei Meteoren, dann haben wir. Passt das erstmal? Es kommt etwas Neues. Die etwas. Wurde um Alien Schild projizierte Aliens können Schilde für andere Aliens in der Nähe generieren. Ach Gott, das wird ja immer. Das wird ja immer schwerer hier. Immer komplexer. Okay, da kommen dann gleich schon Fliegende. Weshalb ich zwei Raketen hier hinsetze, damit müssten wir alle Fliegenden ohne Probleme platt machen können. Und können uns hier jetzt weiter auf die Bodeneinheiten konzentrieren. Temporary macht hier Sinn. Definitiv. Dann kommt hier noch ein starker Tower hin. Eine Erschütterung setze ich hier mal hin. Ja, die Raketen kriegen die Fliegenden ohne Probleme. Also wirklich komplett ohne Probleme. Dann kann ich hier gleich mal einen Meteor-Tower upgraden. So schnell wie möglich Meteor Level 3 kriegen, das ist immer so mein Ziel. Weil das hinkriegen, das ist dann immer ganz nice. Ja, ich weiß, hier würde auf jeden Fall eine Kanone Sinn machen, aber da wir die momentan hier alle schon ganz gut kriegen. Weiß ich nicht, ein Tesla, ne? Meinetwegen zwei Tesla hier. Wenn wir jetzt die Türme, die wir jetzt haben, upgraden, alle, bis zum Maximum, dann müssen wir das eigentlich schon haben hier, wa? Dann sieht ja schon mal ganz gut aus. Also definitiv macht es Sinn, die Kanonen sofort abzugraden. Und die Meteoran Tower macht, das macht immer Sinn, die zu upgraden. Wenn Fliegende kommen, das Geile ist, dass die Raketen halt wirklich absolut Overkill gegen die Fliegenden machen. Also die haben wirklich keine Probleme. Die Fliegenden werden zwei Raketen und ich werde wahrscheinlich in nächster Zeit alle Fliegenden halten. Ich kann mich also vollkommen auf die Bodeneinheiten jetzt konzentrieren. Und ich kriege halt immer richtig viel Asche durch die Fliegenden. Also ich finde es sogar geil, wenn jetzt Fliegende kommen würden. Alter, kann er mal down gehen noch? Okay, er geht down. Sehr gut. Dann würde ich jetzt gerne eine Ultra-Rakete schon haben. Jetzt wird es Zeit, glaube ich. Jetzt wird es wirklich langsam Zeit für eine Ultra-Rakete. Die haben wir jetzt. Und ich würde hier einfach gleich die zweite Ultra-Rakete nehmen. Jetzt sind wir, denke ich mal, sehr gut ausgestattet. Jetzt macht ein Laser-Upgrade auf jeden Fall Sinn, dass der die Einzelnen, die hier low sind, immer downtrackt. Und hier der Inferno kann auch mal ein bisschen krasser reinhauen. Unsere Energie ist relativ niedrig. Vom Laser verkohlt. Was für ein passendes Ende.
Also das läuft ja jetzt echt doch gut. Also dieses eine Level war schwer, da hatten wir ein bisschen Probleme. Jetzt würde ich sagen, rasieren wir schon wieder echt ganz gut. Hier für 1000 gleich den nächsten Meteoren und jetzt, das wird ja, ist ja easy jetzt. Hier, der Meteor wird upgegradet, der Tesla wird upgegradet, der Tesla wird upgegradet. Level 16 von 20 sind wir schon. Ich rush hier immer so ein bisschen durch. Tut mir leid, falls jemand ein ganz ausführliches Let's Play zur Story und dem ganzen Kram wollte. Aber ich bin dann mehr so einer, der hier so ein bisschen durchgast. Oh, Fliegende. Stärkere Fliegende. Halten das die Raketen noch? Sie halten es tatsächlich noch. Wo ist denn eigentlich das Ding, wo die ihre... Hä, warte mal, Moment jetzt mal. Ach, hier, stimmt. Und dann fliegen die so hier so eine Kurve rum. Ich dachte gerade für eine Sekunde irgendwie, das wäre hier oben. Erschütterung könnte ich jetzt mal upgraden. Was ich jetzt auch machen kann. Die kann ich einfach gleich nochmal upgraden. Mal gucken, wie die Ultra-Erschütterung reinballert. Jetzt macht ein Raketen-Upgrade definitiv Sinn. Weil jetzt kommen stärkere Fliegende. Tötet die hier mal schneller, damit auch die andere Rakete noch upgraden kann. Nichts als los. Zwei abgegradete Raketen müssten eigentlich in der Lage sein, die Fliegenden, die jetzt kommen, ohne Probleme zu halten. Ja, tun sie auch. Easy. Das gibt Knete ohne Ende. Oh ja. Geil. So, haben wir jetzt noch einen Meteor. Ja, wir haben noch einen Meteor, der nicht auf Max ist. Den machen wir jetzt noch auf Max. Und dann müssten wir was haben. Das ist ja schon die letzte Welle. Und die sind schon gleich alle tot. Aber da oben in der letzten Welle wird irgendwie nicht mehr so 100% angezeigt, was alles vorbeikommt, oder? Oder... Habe ich das jetzt nur, sehe ich das jetzt nur da oben gerade nicht, bin ich jetzt geistig behindert. Ich muss auch gar nichts mehr bauen, ich habe 2,5k, aber muss jetzt eigentlich nichts mehr setzen, jetzt haben wir es geschafft. Und wieder ein Sieg, Mensch, das sind in letzter Zeit ja echt relativ kurze Parts, aber ja, wie gesagt, ich habe gesagt, eine Mission pro Part und dann bleibe ich auch dran, dann dauert es immerhin nicht so lange, sie hochzuladen. Nächstes Mal geht es dann im Zentrum der Macht weiter. Oh Gott, das hört sich schon wieder, das hört sich jetzt schon wieder ein bisschen schwerer an. Bleibt auf jeden Fall dabei und bis dahin. Ciao, Leute.